Zwangsräumungen sind die gewalttätigste Form der Verdrängung. Und überall steigen die Mieten, die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist sehr angespannt. Und aus Profitinteresse werden viele Familien und auch einzelne Menschen auf die Straße gesetzt. So auch die Familie A aus Neukölln. Die wohnt dort mit ihren beiden minderjährigen Kindern seit 20 Jahren. Ihre Wohnung gehört diesem Eigentümer, Herrn Dr. Wolfgang Schröder, der sich hinter der T&B Vermögensverwaltung versteckt. Die Miete zahlt das Jobcenter direkt. Jetzt zum Hintergrund etwas. Wegen eines Wasserschadens im Badezimmer minderte die Familie die Miete und forderte von der Hausverwaltung, das ist die Hausverwaltung Sandra Linke, die sitzt da hinten irgendwo, also in der Nähe vom Wittenbergplatz, forderte sie die Renovierung des Bades, das ist ja normal. Doch diese weigerte sich und erhöhte stattdessen noch die Miete und behauptete, es wäre jetzt ein modernes Bad und verklagte die Familie wegen Mietschulden. Es kam dann zu einem langen Rechtsstreit und die Minderung der Miete wurde als unzulässig anerkannt. Die Familie wurde zur Zahlung der resultierenden Mietschulden verpflichtet. Das Jobcenter Neukölln ist ja bekannt für seine lähmende Bürokratie. Und so zog es sich hin, das Jobcenter zahlte die Miete nicht schnell genug und zahlte weiterhin zu wenig Miete an den Eigentümer. Und nach 3 Monaten, nachdem das Urteil verkündet wurde, kündigte die Hausverwaltung dann fristlos, da das Jobcenter noch nicht gezahlt hatte. Und erst dann reagierte das Jobcenter und zahlte alle Mietrückstände vollständig. Aber für die Familie A war das leider zu spät. Und das Gericht hat der Kündigung stattgegeben und dem Räumungstitel, also die Familie soll geräumt werden. Es gab dann noch einen Anwalt, an den sich die Familie gewandt hat, um alle Mittel des Rechtes auszunutzen. Aber dieser hat zu spät Widerspruch eingelegt und das wird nun der Familie zum Verhängnis. Sie kann noch bis zum 15. Oktober rechtmäßig in der Wohnung bleiben und danach wird dann wahrscheinlich relativ schnell oder vielleicht schon davor der Brief von der Gerichtsvollzieherin kommen und die Familie wird zwangsgeräumt und sitzt dann auf der Straße. Und dem Eigentümer ist das egal, das wissen wir, weil Aktivistinnen des Bündnisses den Eigentümer besucht haben und er gesagt hat, dass ihm das scheißegal ist, was mit der Familie passiert. Und dabei unterstützt ihn eben auch noch das, die Rechtsprechung. Und es zeigt sich, dass der Schutz des Eigentums über dem Schutz vor der Obdachlosigkeit steht. Eigentümerinnen schikanieren Mieterinnen und die Rechtsprechung urteilt dann auch noch in ihrem Interesse. Das wundert mich nicht in einem System, in dem Wohnraum Ware ist, aber nicht mit den Bündnis Zwangsräumung verhindern und anderen solidarischen Menschen, nicht mit uns und nicht still und leise. Wir finden es falsch, dass Menschen aus Profitinteresse in die Obdachlosigkeit getrieben werden sollen und wehren uns gemeinsam gegen ihre Zwangsräumung. Denn gemeinsamer Widerstand lohnt sich. Wir konnten schon viele Zwangsräumungen verhindern. Dazu wird euch dann gleich jemand nochmal was erzählen. Und bei öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften haben wir das schon geschafft. Jetzt müssen wir das auch noch bei privaten Eigentümern schaffen. Und zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Uns reicht es, zeigen wir, dass wir nicht damit einverstanden sind, dass Menschen aus Profitinteresse und dem Interesse an der maximalen Verwertung auf die Straße geworfen werden. Und wehren wir uns mit diesen und verhindern wir, dass die Willkürlichkeit ausgenutzt werden kann und die Rechtsprechung. Achtet auf Ankündigungen, wenn es zur Räumung der Familie kommt. Wir stehen hier vor dem Hotel Komet und direkt darüber ist das Büro des Hausbesitzers und Rechtsanwalts Wolfgang Schröder. Wolfgang Schröder, der sich hier nicht raustraut, hat Besuch bekommen von den betroffenen Mietern und 2 Unterstützerinnen des Bündnisses Zwangsräumung verhindern. Und seine Antwort auf diesen Besuch ist, dass er eine Strafanzeige gestellt hat bei der Berliner Justiz, weil er bedroht worden wäre. Nicht Schröder ist bedroht, das weiß er ganz genau.
Situation, die Existenz einer ganzen Familie. Und wer das nicht... Nicht er ist bedroht. Eine ganze Familie ist bedroht. Wir können ihm gerne helfen, vom Kopf wieder auf die Füße zu kommen. Ein solches Verhalten aufgrund